Lieber Herr Lobo, die von Ihnen als Merkist und Epileptiker so verehrten geschlossenen Systeme werden schon in absehbarer Zeit ebenso wie Sie nur noch innerhalb geschlossener Anstalten zu finden sein. Denn die Zukunft gehört zweifelsfrei der freien Software. Herr Sixtus, freie Software ist ein interessantes Hobby für ältere Herren wie Sie. Aber Menschen, die damit auch arbeiten müssen, wissen, nur kooperativ entwickelte Softwarelösungen sind überhaupt Lösungen. Dass jemand, der sich freiwillig in die Abhängigkeit der Haarlackindustrie begeben hat, sich begeistert an den Kundensupport eines Großkonzerns kettet, verwundert mich nicht. Sie würden auch eine proprietäre Fußhupe mit Apfellogo religiös verehren. Herr Sixtus, wer mit Linux glücklich wird, dieser als Betriebssystem getarnten Studenten-WG mit eingebauter Weltrettung, der hat es verdient, 3 Semester für die Installation der WLAN-Karte zu verschwenden. Wohingegen Ihre Kaufsoftware, wie etwa Windows, bereits nach 17 Entwicklungsjahren und kaum mehr als 5 Service-Packs beinahe stabil läuft. Nachdem Sie ja seit Ihrer Pensionierung im Hobbykeller Ihrer Mutterhausen, kann ich Ihre Abneigung gegen Professionalität sehr gut verstehen. Aber nur Software als Produkt bewahrt uns doch vor der Herrschaft der Frickelfaschisten. Herr Lobo, selbst ein Apfelmännchen wie Sie sollte mittlerweile begriffen haben, dass quasi das ganze Internet nur dank offener Standards und freier Software existiert. Ein Internet von IT-Konzernen programmiert wäre so interessant wie das Katasteramt von Bad Salz-Detfurt. Sicher? Und stattdessen legen Sie die digitale Zukunft der Welt gedankenlos in die Hände von 1000 Affen an 1000 Tastaturen mit 2000 Meinungen, sprich in die Community. Dass Sie als Frisuren-Fachverkäufer die Weisheit der vielen für eine neue deutsche Welle-Band halten, ist nur eine mittlere Überraschung für mich. Technologie wird sicherer, wenn sie auf vielen Schultern ruht. Lieber Herr Sixtus, Sie plappern von offener Software. Aber wenn es Ihnen drauf ankommt, verlassen Sie sich auf unsere sicheren, proprietären Systeme. Sogar unsere kleine Sendung hier läuft nur dank des Service Pack 3 von... We'll be right back.